Herzlich willkommen im X-Lab. Heute geht es mal um digitale Fotografie, also nicht um dieses schöne Teil hier, sondern um digitale Fotos und um Retusche. Die KI hat ja in vielen Bereichen Einzug gehalten, eigentlich in fast allen Bereichen, wenn es um digitale Technik geht. Und wir werden darüber auch noch viel mehr sprechen müssen. Es gibt Vor- und es gibt Nachteile. Und heute möchte ich mal über die Vorteile sprechen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich war noch nie ein großer Freund von Retusche. Ich denke, Retusche ist sehr notwendig, aber das Retuschieren selber, das hat mir noch nie Spaß gemacht. Das ist einfach eine wahnsinnig zeitaufwendige Arbeit, die relativ stumpfsinnig ist. Man muss reinzoomen, man arbeitet mit Frequenztrennung, man entfernt einzelne Unreinheiten auf der Haut oder irgendwelche Flecken. Das hat nicht so viel mit Kreativität zu tun. Und in diesem Bereich ist es eben ganz hilfreich und für mich auch eine Erlösung fast, dass es künstliche Intelligenz gibt, die die Retusche inzwischen so gut macht, dass man es von Hand eigentlich gar nicht besser machen kann. Und in vielen Fällen, nicht in allen Fällen geht das auch mit KI, aber in vielen Fällen oder in den meisten Fällen sogar sehr gut. Und ich möchte heute eine Software vorstellen, die genau das macht, nämlich eine professionelle Retusche. Gleich als Disclaimer, ich habe die Software, ein paar dieser Softwaremodule von der Firma Retouch4Me kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich habe aber keine Vorgaben über mein Ergebnis und über das, was ich hier sage. Insofern steht auch hier unter dem Video Werbung. Worum geht's? Es gibt relativ viele Programme, die automatische Retusche anbieten. Und manche davon sind auch sehr gut. Und das Konzept, das ich jetzt vorstellen möchte mit eben genau den Plugins von Retouch4Me, die haben mich besonders beeindruckt, weil, das werden wir nachher sehen, die sehr professionelle Ansätze haben. Professionell bedeutet, die Ergebnisse sind optimierbar und anpassbar. Das heißt, die KI macht zwar eine Automatik, die automatisiert bestimmte Schritte, und zwar voneinander getrennte Schritte in der Retusche. Und ich habe dann als Bildbearbeiter die Möglichkeit einzugreifen. Also zum Beispiel, dass man kleinere Leberflecken zum Beispiel, die wegretuschiert wurden, wieder zurückholt. Dass man sagt, die Retusche, die dort vorgenommen wurde, ist mir zu stark. Ich reduziere das. Und auch ganz wichtig, das ist eine der Softwareanbieter, die sich auch ganz stark darum kümmern, dass die Hautstruktur bei der Retusche nicht zerstört wird. Und das ist sehr wichtig für den natürlichen Eindruck. Also insgesamt fand ich das ganze Paket sehr schlüssig. Es besteht aus verschiedenen Einzelmodulen, die man separat dazu kaufen kann. Erkläre ich gleich nochmal genauer. Und ich möchte heute mal drei dieser Module besprechen, eventuell in einem zweiten Video später nochmal drei, die alle ganz verschiedene Bereiche in der Retusche abdecken. Schauen wir uns das Ganze mal am Computer an. Bevor wir loslegen und uns die Retusche mal genauer anschauen, ganz kurz, wie die Programme daherkommen. Also wie finde ich die, wie baue ich die in Photoshop ein und wie starte ich die? Wenn Sie die Programme runterladen, dann erscheinen die unter Ihren Programmen. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel die drei, die ich jetzt runtergeladen habe. Das ist das Dodge & Burn, das Heal, also das ist das Retusche-Tool zum Hautunreinheiten entfernen und Mattifier, der entfernt Glanzstellen im Gesicht. Also die drei habe ich mal runtergeladen, um sie auszuprobieren und wir werden sie alle drei heute anschauen. Diese drei Programme sind einzelne Programme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Heal-Programm öffne, dann sieht das so aus. Und jetzt wird mit der KI schon mal eine Bearbeitung vorgenommen, die ich dann noch optimieren kann. Wie das genau funktioniert und was die ganzen Optionen sind, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Was ich hier zeigen möchte, ist einfach, dass diese Programme zunächst mal einzelne eigenständige Programme sind. Also ich habe nicht eine App, in der ich alle meine Module zusammen benutzen kann. Also ich habe hier drei einzelne Programme, die auch einzeln geöffnet werden und einzeln ihren Job machen. Das ist natürlich ein bisschen umständlich und wäre so meine erste Kritik, aber wenn Sie Photoshop verwenden, dann haben Sie nach der Installation automatisch die Plugins in Photoshop eingebunden und hier, und das werde ich nachher zeigen, kann man eben die verschiedenen
Programme zusammen in einem Dokument verwenden und dann macht es natürlich Spaß und dann ist es auf jeden Fall sinnvoll. Aber wenn Sie kein Photoshop benutzen, wenn Sie zum Beispiel Affinity Photo haben, dann können Sie die Programme als separate Programme verwenden. Wenn Sie diese Funktionen in Capture One oder Lightroom verwenden wollen, dann geht das auch. Ich bin jetzt hier in Capture One, aber das funktioniert ganz genauso in Lightroom. Da gehen die Programme folgendermaßen vor. Wenn Sie jetzt dieses Porträt zum Beispiel bearbeiten möchten, dann gehen Sie auf Bild, Bearbeiten mit, Retouch Me, Heal habe ich jetzt hier schon mal eingebunden. Das muss man auch nicht einbinden, das muss man nur einmal angeben, dass man das verwenden will. Und dann kann ich sagen, ich will zum Beispiel ein 16-Bit-TIFF oder eine JPEG-Datei verwenden, um die Retusche vorzunehmen. Dann sage ich Variante Bearbeiten. So ähnlich geht das auch in Lightroom. Da gibt man auch an, welches Plugin man verwenden will und kann das dann mit Bearbeiten in, also in externen Programmen, verwenden. Dann wird, wenn ich das gemacht habe, wird das Bild als TIFF exportiert. Ich kann es bearbeiten. Jetzt sehen wir, erscheint hier das TIFF-Bild als neues Bild. Das heißt, da wird nicht das Original, das RAW, bearbeitet, sondern es wird eine zusätzliche TIFF-Datei bearbeitet und die KI erstellt schon mal die Retusche nach automatischen Vorgaben. Das kann ich, erzähle ich nachher, noch verändern. Wenn ich dann sage, das gefällt mir so, dann mache ich einfach Save und dann wird das Ganze in dem TIFF abgespeichert, welches dann eben zusätzlich noch in Capture One oder eben dann in Lightroom als zusätzliches retuschiertes Bild erscheint. Meiner Meinung nach die weitaus beste Anwendungsoption ist eben Photoshop, wo ich hier meine Module einfach über die Filter aufrufen kann und wie wir gleich sehen werden, auch zusammen in einem Dokument verwenden kann. Jetzt will ich einfach mal loslegen und die drei Möglichkeiten der Retusche hier mal zeigen und auch welche Optionen wir haben. Und das Schöne dabei ist, dass die Programme sehr intuitiv und sehr einfach aufgebaut sind. Man muss also kein Spezialist sein, um damit gute Ergebnisse zu erzielen. Und das ist eben der Vorteil auch von KI. Bevor wir anfangen, genau das habe ich noch vergessen, ich habe jetzt hier ein Porträt, bei dem wir sehr schön arbeiten können, wo wir also Glanzstellen haben. Wir können die Hautunreinheiten verbessern und am Schluss noch Dodge and Burn und erreichen dann, denke ich mal, wenn alles gut läuft, ein sehr schönes und gut retuschiertes Porträt. Jetzt wollen wir natürlich non-destruktiv arbeiten und ich dupliziere einfach mal die Hintergrundebene, weil ich arbeite nie auf der Hintergrundebene, sondern immer auf einer neuen Ebene. Und jetzt beginnen wir einfach mal mit dem ersten Modul, nämlich mit dem Heal, also das Ausbessern von Hautunreinheiten. Wenn ich das starte, dann erscheint das Modul, was wir heute schon gesehen haben hier im Video. Und es wird automatisch auch schon eine automatische KI-Retusche vorgenommen. In diesem Fall werden also Hautunreinheiten entfernt. Wir sehen jetzt hier das Ganze, können auch reinzoomen und können über Original vorher, nachher sehen, was die KI retuschiert hat. Und auch hier sehen wir zum Beispiel unten am Kinn einen Leberfleck, den wir vielleicht gar nicht entfernen wollen, weil das eben auch zum Charakter des Gesichtes gehört. Und da gibt es jetzt mehrere Optionen. Also zum einen kann ich gehe jetzt mal durch, was hier alles möglich ist, die Stärke verändern. Wir sehen jetzt hier die Stellen, die durch die Maskierung für die Retusche ausgewählt wurden, automatisch durch die KI. Und da gehört natürlich auch unten am Kinn der Leberfleck. Ich kann das Ganze reduzieren, dann werden also kleinere Unreinheiten nicht mehr bearbeitet und kann so sagen, okay, das gefällt mir vielleicht sogar ein bisschen besser als die ganz starke Retusche. Wir lassen es jetzt mal bei der starken Retusche und ich zeige, wie man manuell einzelne Teile entfernt. Das Schöne hierbei ist eben auch, und das sieht man ganz gut, die Hautstruktur wird hier nicht angegriffen. Das Ganze sieht nach wie vor natürlich aus. Aber ich möchte natürlich meinen Leberfleck hier unten trotzdem wieder sehen. Und dazu kann ich zum Beispiel mit dem Eraser die Maske mir anzeigen lassen. Das ist das Radiergummi. Da kann ich die Größe der Pinselspitze einstellen, zum Beispiel so. Und jetzt nehme ich diese Stelle raus aus der Maske. Und wenn ich wieder auf mein Zoom-Werkzeug gehe, dann erscheint nach 1-2 Sekunden das bearbeitete Bild. Diesmal ist der Leberfleck aber vorhanden. Und so kann ich mit dem Eraser verschiedene Sachen entfernen.
Ich kann aber auch mit dem Pinsel dann wieder Teile wieder mit reinnehmen oder auch andere Teile, wo ich denke, die müssen retuschiert werden. Und das geht eben für die Teile, die von der KI erkannt wurden. Das sind eben die Möglichkeiten, mit der automatischen KI zu arbeiten. Ich kann diese KI auch ein bisschen auf verschiedene Spezialgebiete hinweisen, die dann eben für die Retusche berücksichtigt werden. Zum Beispiel das Close-Up-Portrait, da wird etwas mehr auf die Feinheiten geachtet. Half-Length-Portrait, da ist das Gesicht weiter weg und da sind auch vielleicht andere Hautstellen, die bearbeitet werden. Oder Full-Length-Portrait, da passt sich dann die KI in der Stärke, wie stark sie eben arbeitet, dem Bild an. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt ein formatfüllendes Porträt fotografiere oder eine ganze Figur. Wichtig ist eben auch, diese Retuschen können an der gesamten Haut, also nicht nur im Gesicht, vorgenommen werden. Und jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen Apply, aber was ich jetzt zeigen möchte, wenn ich Apply drücke, dann erscheint das retuschierte Bild als Ebene. Ich möchte aber nur die geänderten Teile des Bildes. Ich mache jetzt Make Mask und sage Apply. Und mit Make Mask passiert Folgendes. Wir sehen jetzt hier nur die retuschierten Punkte im Bild als einzelne Ebene. Die kann ich also ein- und ausblenden. Und auch jetzt könnte ich über eine Maske zum Beispiel und eine schwarze Pinselspitze könnte ich zum Beispiel hier wieder stellen, zurückholen, wie zum Beispiel den Leberfleck. Also Sie brauchen das gar nicht mal in dem Programm machen. Sie können das Programm vollautomatisch laufen lassen und können hinterher, ich schalte das immer ein und aus, die Korrekturen vornehmen und können zum Beispiel auch sagen, okay, da gibt es noch einen Leberfleck, den ich haben möchte und so weiter. Also da sind Sie also komplett frei in der Bearbeitung. Das ist eben auch das Schöne an dem Programm. Also ich kann jetzt wirklich jedes dieser Module in eine neue Ebene packen und kann dann eben die Retusche hinterher noch verfeinern. Zum Beispiel nehmen Sie mal an, Sie arbeiten für einen Kunden und der Kunde sagt, ja, das ist mir jetzt aber zu stark retuschiert. Dann nehmen Sie einfach einiges weg oder der Kunde sagt, ich brauche noch mehr Retusche. Dann kann man mit der Deckkraft oder eben mit der Maskierung hier die verschiedenen Bereiche wieder neu zurückholen oder neu an die Wünsche des Kunden anpassen. Machen wir mal weiter, dann lernen wir auch so ein bisschen, wie die Module funktionieren. Ich gehe jetzt wieder auf mein Originalbild, mache jetzt eine Ebene aus den Ebenen sichtbar auf eine Ebene reduzieren. Also das Ergebnis wird jetzt neu angelegt als Ebene und ich starte mal mit dem zweiten Modul. Und da nehmen wir jetzt einfach mal das Mattifier. Also ich will jetzt die Glanzstellen im Gesicht entfernen. Die Automatik, die KI arbeitet wieder. Und jetzt sehen wir auch schon, wenn wir auf Original gehen, schauen Sie mal hier im Gesicht, die Glanzstellen auf der Stirn, die sind wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr gut entfernt worden. Für meinen Geschmack sogar ein bisschen zu stark, aber das können wir ja reduzieren. Wir gehen über das Blend runter und sagen, wir wollen so ein bisschen Glanz, weil das gibt dem Ganzen ja auch so ein bisschen den Glamour-Effekt. Und das kann ich jetzt hier mit dem Blend sehr gut einstellen. Auch hier könnte man natürlich die Maskierung noch bearbeiten, wenn ich sagen will, da gibt es Stellen, da will ich den Glanz gar nicht weghaben. Zum Beispiel, wenn ich das in den Augen hier gar nicht weghaben möchte, dann nehmen wir einfach den Bereich aus den Augen raus. Dann sind die im Original erhalten und werden nicht korrigiert. Dann mache ich wieder Make Mask und Apply. Also ohne Make Mask bekommen Sie eine normale Bildebene mit dem retuschierten Bild, aber ich möchte nur die Änderungen haben. Und auch hier sehen wir jetzt, wenn wir uns das mal anschauen, wir sehen jetzt hier nur die Änderungen als Überlagerung. Und das können wir jetzt natürlich ein- und ausschalten. Wir sehen, wir haben also hier ein leichtes Reduzieren von dem Glanz vorgenommen, aber kein zu starkes. Und auch das könnte man ausblenden. Gerade bei dem Glanz kann man zum Beispiel auch sagen, ich mache das jetzt kurz nochmal, ich dupliziere oder ich fasse nochmal die Ebenen zusammen und wir gehen nochmal auf den Mattifier, weil den kann ich auch volle Kanne anwenden und hinterher in der Ebene ausblenden. Das heißt, wir brauchen eigentlich hier gar nicht die Blend-Funktion, sondern wir lassen einfach die KI machen und müssen uns um gar nicht viel mehr kümmern. Ich gehe also auf 100%, auch wenn mir das zu viel ist, Make Mask und Apply.
Und jetzt haben wir die maximale Reduzierung, die wir jetzt einfach mit der Deckkraft der Ebene ausblenden können. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht unbedingt viel in dem Programm zu machen. Wir können in Photoshop das Ganze für uns optimal anpassen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zum letzten Modul, das ich heute besprechen möchte. Ich mache wieder sichtbar auf eine Ebene reduzieren. Und jetzt kommen wir zu dem Modul Dodge and Burn. Dodge and Burn ist klar, damit kann ich dunkle Bereiche heller machen, helle Bereiche dunkler machen. Normalerweise macht man das mit Pinselspitzen, dass man die Schattierungen im Gesicht so anpasst, dass es ein schönes Porträt gibt. Und auch das wird hier automatisch vorgenommen. Wir schauen mal rein, wenn wir sagen Original, dann sehen wir, dass schauen Sie mal zum Beispiel, hier gibt es eine Schattierung unter dem Auge. Die wurde sehr schön mit Dodge and Burn entfernt. Und auch ansonsten wurden auf der Stirn zum Beispiel die Schattierungen rausgearbeitet, sodass das Ganze ebenmäßiger aussieht. Und auch das kann ich natürlich hier entweder noch verstärken, aber dann sieht das Ganze künstlich aus, oder reduzieren. Ich würde es jetzt mal bei 100 lassen. Und auch hier können wir natürlich die Maske verbessern. Wir sehen hier genau, wo Dodge and Burn die Schattierungen und die Glanzlichter rausmacht. Aber das lassen wir jetzt einfach mal, weil wir können das natürlich auch sehr schön in Photoshop machen, indem wir auf Soft Light Layer gehen, Apply. Soft Light Layer bedeutet, wir müssen jetzt das Ganze, das ist eine Grauebene, die wir jetzt auf weiches Licht einstellen, und dann haben wir nämlich die Dodge and Burn Geschichten in der Ebene drin und können auch hier über die Deckkraft die Stärke der Veränderung einstellen. Und jetzt haben wir eben in Photoshop ein Bild mit einer Ebene pro Retuscheschritt und können hier nachträglich für den Kunden zum Beispiel oder für uns selber Änderungen vornehmen. Das heißt, ich habe jetzt ein Ergebnis, das ich dem Kunde schicke oder das ich mir selbst zurechtlege und dann hinterher sage, okay, da wird noch ein bisschen was dran gemacht und dann sind wir fertig. Sie haben gesehen, dass besonders in Adobe Photoshop das Ganze sehr schön und sehr professionell in Ebenen zu lösen ist. Also hier habe ich natürlich dann wahnsinnig gute Möglichkeiten, meinem Kunden verschiedene Stärken der Retusche anzubieten und das Ganze hinterher nochmal zu optimieren. Durch die Ebenenmethode in Photoshop wird das Ganze natürlich sehr praktisch und kann natürlich auch ganz ohne Software wie Photoshop, also unabhängig verwendet werden, als auch in Capture One und Lightroom. Also insofern recht flexibel. Ich werde unter dem Video auch einen Rabattcode schreiben, wo Sie für einen eventuellen Kauf, wenn Sie das möchten, eben einen Rabatt bekommen können. Steht alles genauer unter diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal aus dem X-Lab. Ich bin Rüdiger Szczestak.